2 Wochen hatten wir den Suzuki Kizashi bei uns und wollen euch den jetzt mal vorstellen. 2,4 Liter, 178 PS und nur 230 Newtonmeter dieser Benziner unter der Motorhaube. Wie sich der fährt, das schauen wir uns jetzt an. Lenkrad lässt sich manuell verstellen in Höhe und Länge. Ich habe eine Gurthöhenverstellung und natürlich lässt sich auch der Sitz elektrisch verstellen. Der Suzuki Kizashi verfügt über ein manuelles Sechsganggetriebe. Es gibt ihn auch mit einem CVT-Getriebe. Wir sind froh, dass wir den als Schalter haben. Das Getriebe lässt sich gut knackig schalten. Ein Infotainment-System gibt sich so ein bisschen grob pixelig. Aber die Boxen sind nicht schlecht. Das ist Retro-Look. Achso. Den Tacho bzw. die Instrumente finde ich eigentlich sehr gelungen. Ich finde die schön. Das sind zwar nur Blenden, das echte Auspuffrohr sitzt dahinter. Das gibt dem Auto aber trotzdem sehr sportlichen Touch. 440 Liter Kofferraumvolumen. Ich habe hier 5 Koffer. 2 große Jumbos, 3 kleine. Jetzt gucken wir mal, was da reinpasst. Und mehr als locker Platz für meinen Rucksack. Da wird auch noch ein 2. passen. Allerdings muss man aufpassen, bei den Bügeln, die klappen rein, da darf man nichts hinklappen. Und wenn man die Rücksitzbank umklappt, kann man den Kofferraum sogar noch auf 770 Liter Volumen erweitern. Auf der Rücksitzbank hat man auch als Erwachsener genug Platz. Die Kinder hatten sowieso genug Platz. Kopfstützen kann man auch abklappen, damit man besser nach hinten sehen kann. Kopffreiheit geht. Blick aus dem Fenster wird ein bisschen versperrt, aber geht auch noch. Finde ich alles in Ordnung. Leider verfügen die Fenster hinten über keinen Einklemmschutz. Das war jetzt übrigens nicht gespielt. Dafür eigentlich über starre Gurtpeitschen. Leider sind die Gurtpeitschen so eng gesetzt, dass mein Sohn trotzdem Probleme hatte, sich hier alleine einzuschnallen. Fazit: Suzuki Kizashi, habe ich mir sagen lassen. Kizashi, würde ich sagen. Kizashi. Also, ich habe mir immer geschworen, ich kaufe mir niemals ein Auto, dessen Namen ich nach 2, 3 Bier auf einer Party nicht mehr aussprechen kann. Das sind wir so. Ja. Optisch gesehen finde ich den Kizashi schön gezeichnet. Er kann es aussprechen. Und ich finde ihn auch optisch mal ganz anders. Also, nicht bedeutend anders, aber in einem Einheitsdesign, in dem sich doch viele Autos präsentieren, sticht er schon hervor. Ja, ich mag diese coupéhafte Form, die natürlich auch leider Gottes durch die breite C-Säule so ein bisschen von der Rundumsicht nimmt. Ich mag das Platzangebot im Innenraum. Ich finde den Innenraum auch sehr ansprechend. Also er hat ein gewisses Flair, ist zwar nur schwarz in schwarz und auch viel Polyester, sprich Plastik, aber... Ja. Ledersitze, das Lederlenkrad, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, der perforierte Teil macht immer eine ganze Menge aus, oder? Ja. Zum Wohlfühlen. Also das Lederlenkrad fasst sich gut an, die Sitze bieten einen optimalen Seitenhalt, die Mittelarmlehne ist eine passende Höhe, die Sitze sind natürlich verstellbar, Gurthöhe ist einstellbar. Eigentlich macht der Kizashi bis dato nicht viel falsch. Nö, das Einzige, was mich jetzt ganz traurig macht, ist, dass das... Infotainment-System quasi aus dem Radio besteht. Klar, man kann auch USB anschließen und auch per Bluetooth sein Telefon verbinden. Vermutlich kann man sogar freisprechen und per Bluetooth Musik hören, mehr oder weniger gleichzeitig, habe ich nicht hinbekommen. Dafür sind die Boxen erstaunlich gut. Also nicht sehr gut, aber dafür, dass jetzt da kein Premium-Sticker drauf ist, hören die sich recht ordentlich an. So, kommen wir zur Kritik.
2,4 Liter, 178 PS, hatten wir gerade schon gesagt, hört sich auf dem Blatt Papier nach einer ganzen Menge an und auch nach sportlichen Fahren. Leider hält der Kisashi das nicht, was er da so verspricht. Also wenn man ihn auf Drehzahl hält, sprich 4000 Umdrehungen und mehr, da macht er eigentlich einen ganz lustigen Klang und bewegt sich auch, aber nicht blitzartig, sondern ja, jedenfalls flott. Und Elastizität ist ja auch wirklich ein Fremdwort. Also ich kann nicht schaltfaul fahren, der Wagen braucht Drehzahl und dann frage ich mich, wofür braucht er dann 2,4 Liter Hubraum? Wenn man ihm Drehzahl gibt, ganz normal, schluckt er natürlich einiges. Ja, also zweistellig, ohne Probleme. Ja, ich habe Bilder von dem Auto bei Instagram gepostet und Amerikaner haben sich gemeldet. Die sind ganz traurig, dass Suzuki da nicht mehr auf dem Markt ist und die schätzen und lieben dieses Auto auch. Und unter dem Aspekt kann ich mir vorstellen, in Amerika müsste der eigentlich wie geschnitten Brot gelaufen sein. Nämlich genau so stelle ich mir vor. Man geht gar nicht unbedingt auf Höchstgeschwindigkeit, 120 reicht. Wobei, wie schnell warst du mit dem Wagen? Ich war gar nicht so schnell. Ich war 130, also ich hatte 140. ihn mal über 200 und fährt sich okay. Ist auch vom Geräuschpegel noch vertretbar. Aber letztendlich ist es mehr so ein bequemes Auto, um mal in die Stadt zu fahren oder über Land und um von A nach B zu kommen. Ich würde den Kisashi fast familientauglich nennen. Es ist, da möchte ich mal direkt ein Veto reinwerfen. Familientauglich heißt für mich, er müsste hinten Einklemmschutz haben für die Fenster. Hat er leider nicht. Kindersitze kann man montieren, das ist kein Problem. Aber der Einklemmschutz, der fehlt mir da halt. Ja, meine Kinder sind ein bisschen größer. Ich reite nicht so auf dem Einklemmschutz rum. Die haben hinten genug Platz gehabt. Die fanden den Wagen auch schick. Die haben sich wohl gefühlt. Und der hat einen riesen Kofferraum. Den hat er. Der Kofferraum ist wirklich riesig. Und den haben wir ja gerade schon mal gezeigt. Was mich ein bisschen irritiert hat, Jens kann das bestimmt dann technisch noch belegen. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, die Vorderachse, der Wagen hat Frontantrieb, die Vorderachse wollte nicht so irgendwie, als ob der Wagen vorne abhebt, obwohl ich ja nach vorne fahre. Es war irgendwie... Ja, also gerade in Kurven wahrscheinlich, ne? Ja, doch so beim Anfahren in die Kurve. Die Vorderachse ist einfach mit der Leistung dann in dem Moment überfordert. Merkt man dann auch, er kriegt die Leistung dann halt in dem Moment nicht auf die Straße, fängt dann so an zu trampeln. Ja, aber wie gesagt, also nochmal zurück auf das amerikanische Modell. Wer jetzt eh nicht vorhat, besonders flott oder sportlich zu fahren, tolles Auto. Also ich mag den, man merkt das, oder? Ich bin irgendwie nicht so richtig objektiv. Ich mag den wirklich, ich finde den... Ich finde cool. Ich finde auch das Suzuki-Logo vorne auf dem Grill finde ich cool, weil das so riesig ist. Entschuldigung. Nee, ist kein Problem. Kritisieren möchte ich noch die, aber da sind wir auch schon wieder auf dem amerikanischen Markt, die Rückmeldung vom Lenkrad. Ja, derjenige, der das Ding in Europa, auf deutschen Straßen vielleicht auch, oder vielleicht auch in Österreich oder in der Schweiz, ein bisschen sportlicher durch die Kurven fahren möchte, auf Landstraßen, der hätte gerne direkte Rückmeldung ins Lenkrad. Die fehlt mir hier leider so ein bisschen. Ja, ist ein bisschen indirekt die Rückmeldung. Loben möchte ich das Fahrwerk. Das ist sportlich komfortabel. Also das ist okay. Sportlich komfortabel, ja. Das ist nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Also gar nicht. Also das ist nicht amerikanisch. Das ist nicht amerikanisch, genau. Sportliche Optik. Sind wir konform? Ja. Viel Platz? Ja. Leider auch erhöhter Verbrauch? Ja. Und meine Kaufempfehlung geht raus an die ein extravagantes Fahrzeug haben wollen, was man aber auch durchaus noch bezahlen kann. Ja, wenn man sich ein bisschen von der Masse abheben will und nicht allzu viel auf der Autobahn unterwegs ist, das Leben eher so ein bisschen ruhiger angeht, der wird mit dem Wagen sehr zufrieden sein. Ja. Die Höchstgeschwindigkeit liegt sowieso bei 215. Ja, und ich hatte jüngst erst von jemandem gehört, der sich darüber aufgeregt hat, dass so viele Assistenzsysteme, wenn in den Autos drin sind. Ja. Hier hat man natürlich das Übliche, aber... Der ist halt nicht voll. Nee. Lässt sich auch lustig veranlagen. Ja. In dem Sinne, weiter hier unten lesen. Ja. Gerne mal abonnieren. Gerne auch Fragen stellen. Dafür sind wir da. Ja. Und wenn ihr einen Wunsch habt, könnt ihr den auch gerne äußern. Bis dann, in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.